So, ein wunderschön und herzlich willkommen zur ersten Folge für diese Woche von Mindtest, dem Creator Server Let's Play. Yay! Genau. Ja, Gernot hat sich soweit eigentlich nicht. Die letzte Aufnahme ist ja gerade mal 2 Tage her, für mich. Weil ich jetzt ein bisschen Vorlauf aufnehmen möchte, wegen Prüfungen und Umzug und ich weiß ja geil was alles. Damit ich einfach mal ein bisschen Puffer habe. Genau. Von daher. Solange wir noch Ferien sind, also heute und morgen, danach geht wieder Schule los. Home Office, also Homeschooling, wie es der nette der eine Minister da so schön gesagt hat. Vor allem Homeschooling, denn mit Doppel-O. Danke dafür. Der sieht total bekloppt aus. Ja. Genau. Egal, wir machen es auf jeden Fall hier wunderschön. Unser letztes Playline weiter. Gibt es irgendwas zu erzählen? Ich weiß es nicht. Eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Nee. Hab halt Backups gemacht, ganz normal. Mein Clone abgedatet auf 64, also 0.64. Interessiert uns aber hier bei unserem Let's Play nicht. Nee, soweit eigentlich alles in Ordnung. Oh, okay, egal, wir gucken mal. Wir legen mal los. Und was wir auf jeden Fall heute machen und vielleicht auch noch morgen, also für euch morgen, also die nächsten 2 Folgen auf jeden Fall, vielleicht auch sogar noch länger, ist, wir packen unser Zeug und gehen dann mal in unsere benachbarte Wüste und kloppen da mal ein bisschen Sand. Es war ja hoffentlich eine Wüste, wo alle drei Sande vorkamen. Und ich will auch mal ein bisschen von allen dreien einfach mal ein bisschen einpacken, damit wir nicht immer so Sandprobleme haben, ne? Weil hier fürs Dach der Sandstein wird schon wieder knapp. Wir brauchen für den Leuchtturm brauchen wir diesen Silbersand, der wird knapp. Gut, fürs Dach diesen roten Sand, den haben wir. Also Sandstein. Aber wie gesagt, ne, hier der gelbe wird knapp, der silberne Sandstein, der Sand dafür wird knapp. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal los. Hauen obligatorisch diesen Apfel hier ab. Ja, und dann gehen wir mal in die Wüste, so wie es jeder normale Mensch macht. Wenn du mit irgendwas Probleme hast, dann geh in die Wüste. Oh, ich merke gerade, ich habe noch gar keine Kopfhörer auf. Ach, egal, brauche ich auch nicht. Was? Wo? Da. Kopfhörer sind überbewertet. Musik ist überbewertet. Braucht keine Sau. Mal, sonst immer wachsen die aber schneller hier. Ist immer noch alles gelb. Zitronen. Der ist ja verrückt. So, schöne Blaubeeren hier. Yay. Wo war da jetzt? Ah, eine. Okay, sehr schön. So, genau, die Blaubeeren können wir auch gleich mitnehmen. Weil das wird eine etwas längere Tour. Wie gesagt, mindestens 2 Folgen möchte ich mir dafür Zeit nehmen. Wir werden auf jeden Fall scheiße viel Werkzeug brauchen. Also Schippen und sowas. Das heißt, wir brauchen auch Stöcker. Wo sind die Stöcker? Ah, klar, in den Kisten da hinten. Bei dem da. Dann rennen wir da mal kurz hin. Okay, mit ohne Sättigung rennen ist ein bisschen schwer. So, jetzt haben wir ein bisschen Sättigung. So, jawohl, also das sieht doch schon besser aus. Gut, du kannst da bleiben. Du kommst auch gleich mit, du kommst auch gleich mit, ganz ehrlich. Du kannst auch kommen, du nicht. Ja, wie gesagt, hier, ne, den brauchen wir noch, ganz tolle Sandsteinziegeln. Das sind diese ganz normalen, also das, nee, was? Das ist das ganz normale Sandstein, also der Sandstein von dem ganz normalen Sand. Und dann brauchen wir halt diesen Silbersandstein. Ich werde auch gleich noch was von dem roten mitbringen. Einfach weil wir den roten Sandstein halt für Dächer sehr oft brauchen. Aber primär geht es jetzt vor allen Dingen um den normalen Sandstein und um den Silbersandstein. Ich werde aber auch, wie gesagt, das Ganze schön mit Rainbow Ore machen. Das heißt,
Es sollte relativ zackig gehen. Wie gesagt, erstmal zwei Folgen sind dafür beanschlagt. Das sollte auch nicht viel mehr werden. Außer ich bin komplett im Flash und hier mich juckt es so eine Achsel? Nein. Mich juckt es. Was sagt man? Am Penis? Was? Ja, also wenn ich halt doch Bock drauf habe und mir doch so viel Spaß macht, Erde zu kloppen, kann ja passieren. Dann machen wir es natürlich auch länger. Jetzt bräuchte man doch mal was zwischen die Zähne. Dankeschön. Genau, also wenn ich da Bock drauf habe, länger, aber erstmal bei Anschlag 2 Folgen. So. Gehen wir einfach mal los und dann gucken wir einfach mal. Atmen, 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 atmen. Und tauchen, 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 tauchen. Wollen Sie nicht erstmal unsere Brote leer essen? Egal. Irgendwie ist hier keine Wüste. Warum ist hier keine Wüste? Ist hier nicht Wüste kommen? Ach doch, dann kommt die Wüste. Alles gut, dann ist sie schon. Ja, da geht's schon los. Sehr schön. So, die Schuppe wird auch die zwei Folgen lang halten. Kein Problem. natürlich nicht. Aber warum neue Schuppen bauen, wenn wir hier noch eine halbtote haben? Dann können wir die auch komplett tot machen. Ja. So, aber hier bauen wir erstmal keinen Sand ab. Wir gehen erstmal richtig hinten zu den richtigen Wüsten. Also da, wo ganz viel Sand ist. Und dann gucken wir mal. Oh, hier ist jemand gestorben. Hat er was Schönes dagelassen? Nicht wirklich. Bauen wir sowieso ab. Her damit. So. Hä? Soll hier nicht Wüste kommen? Och Mann, wo ist wieder los? Du müsst doch als Wüste kommen langsam. Ich würde die mich jetzt verarschen. Schnauze da draußen. Ich müsste doch als Wüste kommen. In die ja! Nein. Doch, das ist doch Wüste. Ja, sag ich doch, da geht doch Wüste los, sag ich doch. Meine Fresse. Alter. Das ganze Grünzeug hier. Verarsch mich. Danke. 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 Freie Marzipan. Lalalala. So, wir werden uns hauptsächlich an den Grenzen aufhalten, weil wir da halt einfach beide Sandarten mit einmal haben. Ach, dieses Stamina immer. So, hier ist doch eine schöne Gegend. Hier kann man doch schön, ne? Hier sind beide Sandarten, beides, was wir primär brauchen. Hier können wir doch erstmal direkt loslegen. Dann gehen wir mal schön nach oben, da wo es dann wenigstens auffällt. Die Strandregion würde ich nicht direkt vermuten, aber hier können wir doch wunderschön abbauen. Okay, dann legen wir mal direkt los. Wir tragen einfach mal Schicht um Schicht ab. Ernsthaft jetzt? Da kommt Kies. Das ist aber nicht so schön. Wie fehlt mir doch der Sound? Ich will Sound haben. Ohne Sound Sachen, Erde klatschen, macht ja überhaupt keinen Sinn hier. Oh, die Kopfhörer sind kalt. Oh. Ist schon leise. Oh, schon besser. Ja, und da war ich auch schon kaputt. Vegania. Tada. Dankeschön. Ich bin im Flash. Ich bin gerade am Überlegen,
Eben, gibt es überhaupt silbernen Sandstein oder muss man den, kann man den nur selber machen? Weil eben, bei silbernem Sand kommt ja das normale Stein zum Untergrund. Ha! Jetzt muss man dazu gucken, hier ist Silber, Sandstein. Wie wird denn der hergestellt? Ja, okay, Compressing, okay. Na gut, das ist ja jetzt die neuere Methode. Hier ist ja garantiert auch eine alte Methode. Leck mich am Arsch. Ach komm. Ach, egal. Auf jeden Fall, ja, komm, mit dem Compressing. Okay. Weil eben hier bei dem normalen Sa bei dem gelben Sand, da gibt es ja hier diesen richtigen Sandstein. Oder? Ist das jetzt Sand oder Sandstein? Genau, das ist Sandstein, genau. Aber eben, bei Silbersand gibt es ja gar keinen Sandstein. Boah, Alter, die Schütten gehen aber auch extrem schnell kaputt. Ist ja hier. Und schon wieder kaputt. Gut, dann machen wir es am besten doch mal gleich mehrere. Drei Stück sollten reichen. Wobei man es doch schon sagen muss, es geht doch schon verdammt schnell. Also. Aber gut, ich glaube, das habe ich schon mittlerweile oft genug gesagt, dass dieses Ringbogenzeug einfach scheiße schnell ist. Ach ja. Tja, vielleicht sollte ich mal wirklich ein bisschen Musiker machen, weil hier beim Sandscheppern, da würde ich natürlich jetzt hier eher nicht so viel zum Plaudern haben. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, worüber ich reden kann? Die Sache ist, es gibt halt in letzter Zeit so viel, über das man reden kann. Ne, wegen was alles bei Corona schief läuft, wie sehr eigentlich Donald Trump dabei durchdreht, aber. Ich weiß nicht, das sind alles so eine Sachen, ehe die Folgen später rauskommen, ist das schon wieder alles Schnee von gestern. Das heißt, wenn wir über Sachen reden, dann höchstens über allgemeine Sachen. Gut, ich meine, dass Donald Trump einfach mal kompletter Vollidiot ist, ist ein allgemeines Thema. Also ist ja zeitlos. Ich glaube mal, da sind wir auf uns hoffentlich alle einig. Und wenn nicht, dann deabonniert doch meinen Kanal. Nein, bitte nicht, ich habe nur ein paar. Ich brauche meine Abonnenten. Aber wie schlimm eigentlich, wie der mittlerweile über Abonnenten, weiß nicht, schwadroniert. Ne, ich meine, ich mache ja hier dieses Let's Play, also mein YouTube-Kanal, wirklich nur just for fun, weil ich persönlich mag halt mein Test und ich möchte halt doch irgendwie anderen was zeigen. Ne? Also für mich selber spielen, da wird mal sehr schnell langweilig und deswegen, ne, so anderen gleichzeitig was zeigen, ne, das funktioniert halt wunderbar. Ist halt schön, ist halt geil. Das heißt, ich mache das Ganze hier vor allen Dingen nur, ja, ich weiß nicht, um der Nachwelt was zu hinterlassen, in der Hoffnung, dass sich das irgendwer anguckt und einfach wirklich nur für mich zum Spaß. Einfach weil ich persönlich halt Bock drauf habe. So, und als ich das so bei mir in meiner Berufsschule, ne, so gesagt habe, ja, wenn ihr Bock drauf habt, ne, ich hab, ne, könnt ihr auch mal reingucken. Ach,
Du hast einen YouTube-Kanal? Wie viele Abonnenten hast du denn schon? Wie viele tausend Abonnenten hast du denn schon? Was? Du hast gerade mal 20 Abonnenten? Och, das ist aber wenig. Ich glaube, da müssen wir dich unterstützen. Sollen wir mal einfach mal alle Like da lassen und du einfach mal alle deine Videos durchklicken? Nein, bitte nicht. Also, ich verstehe das immer nicht. Ist YouTube mittlerweile echt so, dass man wirklich nur noch über die Abonnenten bestimmt wird? Kann man nicht einfach mal wirklich einfach just for fun Videos machen, ohne dass man gleich gesagt wird, oh, du hast aber wenig Abonnenten. Ich glaube, irgendwas läuft bei dir schief. Verstehe ich nicht. Das ist so ein Thema, wo ich mir so denke, nee, das brauche ich nicht. Weißt du, da habe ich lieber 20 Abonnenten gerade mal und weiß aber, dass die Abonnenten, die ich habe, mein Content wirklich feiern. Oder, also, gut, ich habe auch schon gemerkt, einer von meinen Abonnenten ist wohl irgendwie so ein Bot. Der gibt immer die gleichen Kommentare. Also, kann natürlich sein, dass er wirklich meine Videos mag, aber dadurch, dass er wirklich immer den gleichen Kommentar gibt, denke ich mal, dass er wirklich ein Bot ist. Aber ansonsten ist meine Zuschauerschaft eigentlich doch, denke ich mal, wirklich nicht da, weil ich jetzt ein großer YouTuber bin, der irgendwie Fame ist und so, sondern die Abonnenten, die ich bisher habe, die habe ich halt wirklich, weil die halt das, was ich mache, halt auch sagen, okay, komm, kannst du dir geben. Es grenzt zwar an, ja, weiß nicht, Völkermord, aber es ist erträglicher Völkermord. Es wurde von der WHO als human eingestuft. Von daher kannst du es mal machen. Ja. Und wenn meine Klassenkameraden immer kommen mit, du hast jetzt gerade mal 20 Abonnenten, dann sage ich immer, ja. Und ich bin auch froh darüber. Weil der Vorteil ist, die meisten Abonnenten, die ich habe, die sind sogar Personen, die ich privat kenne. Also zumindest kriege ich von den meisten Kommentare, also die meisten, von denen ich Kommentare bekomme, sind auch Leute, die ich privat irgendwie kenne. Also jetzt nicht privat, sondern halt durch MyTest, durch die MyTest Community, durchs Forum oder durch meine Server oder beides. Ne, gerade Soren zum Beispiel, die ja hier, oh, siehst du, wenn man vom Teufel spricht, der gerade vorbeikommt. Hi. Von daher easy. Ist mir persönlich viel lieber, als 10.000 Abonnenten zu haben, die ich nicht kenne. Und vor allem das Witzige ist natürlich, als ich das meinen Klassenkameraden auch so gesagt habe, als die dann anfingen mit, auch du hast ja gerade mal so eine X Abonnenten, ja, die Antwort von dem einen natürlich dann wieder, ach komm, das erzählst du doch nur, weil du nicht zugeben möchtest, dass du traurig bist, dass du gerade mal so wenig Abonnenten hast. Erstens, in meinem Alter, ich bin 25 Jahre, stehe ich über so einen Scheiß, wie Schwanzvergleich mit den Abonnenten, also, nein. Ich werde fast 26 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 26 Jahre alt. Scheiße, ich werde in 2 Monaten 26 Jahre alt. Ich werde alt. Also nein, erstens nein und zweitens nein und drittens sowieso nein. Und ganz ehrlich, ich bin sowieso einer, in meiner Grundschule, da war irgendwie so dieses Thema, du lügst. Egal was man gesagt hat, sobald man irgendwas gesagt hat, was der andere so nicht ganz glauben wollte, hieß es sofort, du lügst. Und deswegen hab ich persönlich so eine Stimmung, weißt du? Ich erzähl dir die Wahrheit, ob du sie glaubst oder nicht, ist mir scheißegal. Und ganz ehrlich, bei diesen Abonnenten habe ich genauso gekontert, als er gesagt hat, ach du lügst, du willst das nur nicht zugeben, dass du traurig bist. Habe ich dann auch einfach gesagt, ja, Junge, ich erzähle halt einfach, wie es ist. Ob du mir glaubst oder nicht, ist mir scheißegal. Mach daraus, was du willst. Also, deal with it or not. Ja.
Okay, jetzt bin ich sogar in meinem Let's Play dazu abgedriftet, über Abonnenten zu reden. Ich brauche echt mehr Themen. Gut, ich glaube mal, Silbersand haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug. Da sind wir relativ gut bedient. Da brauchen wir leider auch ein bisschen mehr, weil wie gesagt, wir brauchen den ja auch, um daraus dann später Sandstein zu machen. Also diesen Silver Sandstone. Oh, Alter, ich fängt ja noch richtig an, Alter. Okay, wir hören lieber auf. Das eskaliert hier. Wir machen noch die obere Schicht hier weg. So, und jetzt reicht's auch. Tschüss. Wow, ist ja ein Loch drin, ernsthaft. So. Tschüss. Ja, worüber könnte man noch reden? Als neue Abonnenten. Gibt es noch irgendein brauchbares, schönes Thema, was jetzt gerade zeitlos ist? Hä, ich bin schon wieder voll. Nein, der Server ist einfach nur ein bisschen hinterher. Was ist mit dem Server los? Hallo? Oh, jetzt geht's wieder. Alter, hallo? Ja, dann Server. Sehr suspekt, dieser Server. So. Dann werden wir jetzt mal doch ein bisschen normalen Sand da hinten kloppen, diesen gelben. Dafür machen wir auch wieder ein Backpack voll. Und dann sollten wir eigentlich froh sein über das, was wir haben. Okay. Den richtigen Sandstein lasse ich mal in Ruhe. Ich glaube mal, da macht sich das mit der Axt doch besser. Ich guck mal, ob der mit der Axt auch schon schnell abgebaut werden kann. Weil es mit der Schippe dauert tatsächlich relativ. Also verglichen. Ja doch, die nächste geht gleich viel schneller. Also gilt dieser Sandstein tatsächlich auch mehr als Stein als Sand. Weil jetzt merkst du schon, wie der mit der Schippe, ne, also wenn man so direkt Vergleich hat hier zwischen dem Sand und dem Stein, ne, das geht so wunderbar. Und hier kann man richtig zugucken, wie abgebaut wird. Ich glaube mal, das wäre eine Verschwendung. Von daher nehmen wir da lieber auch die Spitzhacke. Digga, wie tief geht's hier runter? Hä? Ach Quatsch, ich bin doch bescheuert. Ja, ist ja biomabhängig. Das heißt, wenn hier Sandstein ist, dann geht er auch bis ganz nach unten. Also bis dahin, wo das Biom also zu Ende ist. Das heißt, mit runterbuddeln, bis kein Sandstein mehr kommt, wäre relativ dumm, weil das dürfte relativ lange dauern. Und dann wäre hier ein ganz schön tiefer Krater. Krater. Wobei, gut, ist jetzt schon. Ich baue mich mal wieder nach oben hier. So. Und baue nur die obersten Schichten ab. Sonst wird das echt ein bisschen zu viel. So, ich würde mal sagen, wir versuchen das Ganze hier mal ein bisschen elegant zu machen. Elegant soll heißen, Nummer 2 rein mit einmal in eine gewisse Richtung. So zum Beispiel. Ich glaube mal, so kommen wir am schnellsten voran. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Danke dafür. Oh ja, auch die Spitzhacke nimmt ganz schön schnell ab. Oh, schon weg. So, die Frage ist, Alter, wir hatten mal 5 Stacks, 4 Stacks Sandstein. Ist eine ganze Spitzhacke draufgegangen. Nee, das ist mir dann doch fast zu teuer. Gut, kann man den normalen Sandstein auch direkt aus Sand gewinnen? Sandstein. Auch wieder mit Compressing. Aber normal nicht, oder wie?
Ich sollte immer anfangen, von hinten zu suchen. Ja, okay, also wirklich nur, das heißt, dieses Compressing ersetzt wahrscheinlich dieses alte Rezept. Ah gut, aber halt auch durch Compressing, dann bleiben wir dabei, dann lassen wir den Sandstein hier einfach mal in Ruhe und konzentrieren uns selber nur auf den normalen, direkt, also direkt auf den Sand. Dort mit dem Sandstein wird mir ein bisschen zu teuer, was die Ressourcen angeht, die wir dafür brauchen. Wohl kompressen, also dieses Kompressen, Alter. Dieses Komprimieren, dieses Compressing, das ist ja für uns weitestgehend kostenlos, weil das können wir mit der unteren Maschine da machen, die ja mittels Strom betrieben wird. Das heißt, das ist für uns absolut kein Problem, diese Sachen zu komprimieren. Dafür haben wir die Sachen hier unten aufgebaut im Lager. Wobei ich auch noch am Überlegen bin, ob ich im Lager nicht doch noch ein paar mehr elektrische Öfen aufstelle. Ne, weil gerade wenn wir so mehrere Sachen mit einmal machen, ist halt mit dem einen Ofen immer so blöd, weil der ist zwar verdammt schnell, aber wir müssen halt trotzdem die ganze Zeit vor Ort sind, um Sachen nachzulegen, wenn wir wirklich viele Stacks mit einmal machen wollen. Ich meine, klar, wir haben halt in unserem Wohnbereich diese 6 normalen Öfen, aber die kosten halt auch wieder Brennmaterial. Gut, das kann man natürlich auch sagen, okay, Blätter bekommen wir sowieso massig. Gerade jetzt, wo wir die ganzen Bäume da wieder gefällt haben, bei unserer kleinen Siedlung da, da haben wir auch wieder massig Blätter bekommen. Aber trotzdem, mir wäre es halt lieber, wenn wir wirklich diese elektrischen Öfen haben und die aber dafür ein bisschen automatisiert machen können. Also, oder zumindest dafür davon so viele hätten, dass wir da nicht drauf aufpassen müssen, dass wir da immer wieder nachlegen müssen, ne? Versteht das schon, was ich meine? Und wenn nicht, seid ihr dumm. Einfach diese Donald Trump-Philosophie. Ich mache alles richtig. Wenn ihr es nicht kapiert, eure Schuld. Alter, Donald Trump, Alter, und seine komischen Vorstellungen von der Welt, ey. Ich bin sowieso noch gespannt, wie das hier abgeht. Ne? Donald Trump hat da jetzt in seiner grenzenlosen Naivität einfach mal der WHO die Grenzen, die Gelder abgedreht. Ich meine, okay, die WHO hat sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ne? Die haben viele Sachen extrem verspätet gedingsterbumstert, weil die sich halt zu sehr auf die Zahlen konzentriert haben, die von China kamen. Aber ganz ehrlich, ich meine, was sollten die auch anderes machen? Ich meine, die können ja nicht einfach mal spekulieren, sondern die haben halt die Zahlen von China. Und haben sich da natürlich auch auf die Zahlen verlassen, weil das die offiziellen Zahlen waren. Und die WHO ist halt auch eine offizielle Organisation. Was sollen die anderes machen, als sich auf offiziellen Zahlen zu verlassen? Sollen die jetzt anfangen hier zu spekulieren oder was? Von daher ist es zwar blöd irgendwo, dass die WHO sich da sehr drauf verlassen hat. Aber wenn man jetzt dafür einen Sündenbock sucht, dann ist doch primär nicht die WHO daran schuld, sondern China. Weil China hat doch die falschen Zahlen veröffentlicht. Also, da jetzt WHO die Schuld in die Schuhe zu schieben und dem die Gelder zu streichen, ist ein bisschen sehr groß gedacht. Und hilft halt der aktuellen Lage überhaupt gar nicht. Weil es gibt halt, ne, gerade so, ich meine, Länder wie Deutschland, die kriegen es auch relativ gut selber in den Griff. Aber gerade so Sachen wie dritte Weltländer, also Afrika und wie ist der Geil, diese ganzen kleinen Länder, wo es halt nicht die großen Entwicklungsindustrien, sag ich jetzt mal. Naja, die gucken ohne der WHO ganz schön dumm aus der Wäsche, weil die haben halt keinen Staat, der sich um alles kümmern kann, sondern die sind auf solche Hilfsorganisationen wie die WHO angewiesen. Und wenn die dann einfach mal die Gelder geklaut, gekürzt werden, naja. Ich meine, dritte Weltländer sind für solche Viren wie Corona sowieso schon ein gefundenes Fressen. Weil die haben kaum Hygienestandards, die haben kaum irgendwie Möglichkeiten, gegen ein Virus aktiv vorzugehen. Das heißt, die sind so schon gehandicapt.
und haben quasi als einzige Stütze halt die WHO. Und wenn die dann für die auch noch zusammenbricht, naja, das wird eine wunderschöne Brutstätte für den Coronavirus. Also, vor allem Coronavirus ist ja auch bei weitem nicht der einzige. Viele denken ja, okay, nach Corona ist die Sache vorbei. Aber Corona ist ein Virus von einer gesamten Virenfamilie. Weil der SARS-Virus, der dem Ganzen ja zugrunde liegt, ist ja eine Virenfamilie. Das heißt, selbst wenn wir Corona überstanden haben, kann jederzeit der nächste Virus kommen. Weil die SARS-Familie, die ist noch lange nicht bekämpft. Und die wird immer wieder mutieren und neue Ableger schaffen, die dann sich irgendwo zentralisiert vermehren können und dann ausbreiten können. Also, ich verstehe immer nicht, wie leichtfertig so eine Politiker mit solchen Sachen umgehen. Ah ja, was soll's. Wie gesagt, darüber zu philosophieren macht das sowieso keinen Sinn, weil ehe das Video hier rauskommt, sieht die Lage vielleicht sowieso schon wieder ganz anders aus. Ehe das Video hier rauskommt, gibt es wahrscheinlich sowieso Kacke in den Menschen, wenn ihr das Video gucken könnt. Spaß. Ja, und vor allem die ersten Leute, die schon wieder hier anfangen, irgendwelche, weiß nicht, Schlüsse zu ziehen, die komplett an den Haaren herbeigezogen sind. Ich habe zum Beispiel letztens von meiner Mutter eine E-Mail bekommen, keine E-Mail, sondern hier so eine typische Message von Facebook oder whatever, oder WhatsApp oder sowas, ne? Die sich auch schon wieder überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also wirklich so gar nicht. Da kamen dann solche Sachen wie, ja, eigentlich geht es uns doch allen viel voll gut, ist doch alles nur Panikmache und durch Corona sterben ja auch nicht mehr Leute als so schon sterben. Ja, wow. Danke für die Info. Wirklich, danke für die Info. Ich meine, man sieht ja überhaupt nicht, wie komplett überlastet Sachen wie Italien sind. Ne? Klar, in Italien sterben jetzt garantiert genauso viele Leute wie davor auch. Deswegen sind die Krankenhäuser auch alle komplett überlastet. Weil es auch voll Sinn macht. Klar, wir hier in Deutschland, wir haben es gut. Weil wir den Virus relativ gut im Griff haben. Aber sich darauf auszuruhen und zu sagen, okay, jetzt können wir Party machen, ist so wirklich das Allerdümmste, was man machen kann. Also wirklich das Allerletzte. Und das ist immer so komplett so Facepalm-mäßig. So, checken die Leute das eigentlich nicht, was die da für eine Kacke labern? Klar, es ist irgendwo vielleicht ein bisschen Panikmache. Aber es ist nun mal einfach die Wahrheit. An dem Virus können Menschen sterben. Das ist nun mal Fakt. Und klar, die 900 Leute, die an dem Virus nicht sterben, können sich jetzt natürlich darüber auch aufregen, ich bin doch an dem Virus gar nicht gestorben. Aber die 10 Leute, die an dem Virus gestorben sind, naja, die sind der Tropfen dran gestorben. Und die Angehörigen von denen, die willst du ja auch nicht sagen. Denn, ja, ich weiß, dein Mann ist gestorben oder dein Sohn ist gestorben, aber so schlimm ist der Virus eigentlich gar nicht. Deine 10 Nachbarn, die haben überlebt. Hallo? Ich weiß nicht. Manchmal gehen die Leute mit echt komischen Vorstellungen an die Sache ran. Das ist so ein bisschen so, ne. Aber gut. Spätestens seitdem Donald Trump diese Bombe fallen lassen hat mit, er will die WHO einstellen lassen, also er will seine Gelder. USA ist ja bei weitem nicht der einzige Geldgeber, muss man auch dazu sagen. Ich meine, USA stützt die WHO zwar zu 15%, es ist also ganz schön großer Geldgeber der WHO, aber nicht der einzige Geldgeber. Deutschland macht da zum Beispiel auch mit. Und Deutschland zum Beispiel hat schon angekündigt, ihre Unterstützung für die WHO auch zu verstärken. Als Reaktion darauf, dass die USA ihre Gelder gestoppt hat. Aber trotzdem, seitdem da Donald Trump diese Bombe fallen lassen hat, habe ich für mich entschieden, ich gehe auch so ein bisschen persönlich in die Zuschauerebene und ja, ich gucke einfach mal, was passiert. Weil ganz ehrlich, viel mehr kannst du da auch nicht machen, als einfach sagen, komm, die Politiker sind einfach so dumm, irgendwie physisch schaden kannst du denen sowieso nicht, also bleibt dir nur sie zu verachten. Ja, von daher,
mache ich mir morgens meinen Kaffee, gucke die Nachrichten und entweder habe ich was zum Lachen oder was zum Heulen. Ja, und mehr geht dann leider auch nicht. Ist halt so. Was willst du machen? Wie gesagt, wir hier in Deutschland, wir haben es ja zum Glück noch relativ gut. Wir sind jetzt nicht so akut davon betroffen, aber gerade die USA, also gerade Donald Trump, der müsste sich doch eigentlich so in den Arsch beißen, weil gerade da ist ja auch die Kacke extrem am Dampfen, ne? Mit New York und die ganzen Randgebiete, so wie die, so wie Queens und wie die da alle heißen, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein USA-Experte, also wenn ich irgendwo Experte bin, dann in Japan, aber nicht in den USA. Ja, aber der macht sich halt wirklich echt nur Sorgen um seinen eigenen Wahlkampf. Der weiß, okay, bald stehen die nächsten Wahlen an und die Kacke ist hier gerade so richtig am Dampfen. Ich muss also irgendwas tun, um von mir selber von der Schuld her abzulenken und allen möglichen anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wenn dabei irgendwas drauf geht, ist mir das egal. Hauptsache, ich werde wiedergewählt. Ja. Witzig ist ja zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, was ja schon von einer ganzen Weile rauskam und was auch schon längst bestätigt ist. Donald Trump hat ja von einer ganzen Weile dieses komische Zeug da gedingsterbumstert. Ah, doch schon. Ah, hier dieses komische Medikament hat er über die ganze Zeit angepriesen, hat er die ganze Zeit über Twitter gesagt, ja, nehmt dieses eine Medikament, als wenn es das einzigste auf der Welt wäre. Es wird euch alle heilen und wir sind ja super dagegen vorbereitet. Ja, Pustekuchen. Erstens war das Medikament überhaupt nicht für Corona gestimmt, bestimmt, sondern das war eine ganz normale, ja, also überhaupt nicht bestätigt, dass das irgendwas gegen Corona helfen soll. Und zweitens, ne, wie es jetzt anders sein sollen, hat er das auch nur promotet, weil die Firma, die dieses Medikament hergestellt hat, ihm selbst zum Teil gehört hat, weil er da Aktien hatte. Das ist wirklich genau das, was du als Präsident machen solltest. Weißt du, deine gesamte Nation ist am Untergehen und du schöpfst daraus noch ein bisschen Geld. Danke. Also wirklich perfekt. Ja. Deswegen, und das ist so... Ah, mal gucken, wo das Ganze hingeht. Mal gucken, wo das Ganze hinführt. Mal gucken, vielleicht, wenn das mit Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, in spätestens 2 Jahren, also selbst wenn wirklich alles schief gehen sollte... Spätestens in 2 Jahren ist Corona an sich sowieso vorbei, weil dann eine Gruppenimmunität herrscht. Das heißt, wenn wir es komplett verkacken, dann wird zwar ein Teil der Bevölkerung draufgegangen sein. Ja, shit happens. Aber gut, Corona wird sich irgendwann selbst erledigen. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann wenigstens aus dem Virus ein paar Lehren gezogen. Weil das, warum es in China zum Beispiel so extrem unter Kontrolle gebracht wurde, der Virus, muss man halt auch mal dazu sagen, ist ja, weil in China war dieser Covid-19-Erreger, also das, was wir als Corona bezeichnen, ja bei weitem nicht der erste Fall. Weil, wie gesagt, der Coronavirus ist ein Virus von vielen. Ich mache jetzt erstmal Pause, sonst wird die Folge echt zu lang. Reden wir dann nächste Woche weiter.